Wir haben in der letzten Folge Gumbe versprochen, dass wir diesen Halunken finden, der seine Pokémon-Karte geklaut hat. Und ich habe mich überall umgeschaut. Ich wusste sogar gar nicht, dass man hier nochmal nach unten zurück kann. Aber da waren zwar ein paar NPCs, aber ich wollte noch nicht mit denen reden. Aber ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls musste ich tatsächlich nachschauen, wo denn dieser Halunke ist. Und passt auf. Ich weiß wirklich nicht, wie man drauf kommen soll. Aber hier in diesem Bildschirm, wo ich gerade stehe, ist er. Seht ihr ihn? Nein? Ich sehe ihn auch nicht. Aber hier ist ein Weg. Hier ist ein Weg versteckt. Hier in dieser Wand. Ihr seht es vielleicht, wenn ich nach vorne und hinten gehe. Der 3D-Effekt fängt an. Und hier kann man durch. Hier ist ein Weg nach links und rechts. Und da ist er. Da ist der Bandit, das ist er. Dieser Bandit heißt Ganovo. Genau den suchen wir. Er ist aufgeflogen und muss sich hier verstecken. Wenn man dabei auffliegen kann, sollte man gar nicht erst damit anfangen. Oder ist es so spannend, krumme Dinger zu drehen? Hä? Was willst denn du? Du hast ja nichts zu suchen. Verschwinde also. Was? Ist das Geld zurückgeben und die Pokémon-Karte? Bist du sehr schön, mein Dreh, oder was? Verdammt, da hast du mich hier gefunden. Ah. Absolut krankes Versteck, ehrlich. Krass. Winstus, so nennt man mich. Am besten gefällt es mir da, wo es düster ist. Das bist du ein Feiner. Das ist Winstus. Er liebt die Düsternis. Den ganzen Tag verbringt er im Halbdunkel. Ich verstehe es zwar nicht, aber er scheint damit ganz glücklich zu sein. Okay, er macht mir irgendwie Angst. Er passt überhaupt nicht in diese Mario-Welt rein, finde ich. Aber na gut. Oh, warte mal. Ein Sternsplitter findet man hier. Ach, schade. Ich dachte, so könnte ich vielleicht hinten an das Haus rankommen mit den Boxen. Nee, aber hey, zumindest habe ich ja was gefunden. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich habe das Ding tot gemacht. Geil. Doch, wo ist denn jetzt der Bandit hingelaufen? Er ist hier Richtung Hafen gelaufen. Wenn ihr einmal nach unten geht, seht ihr ihn dort links schon direkt. Und ich werde mich hier übrigens nochmal gleich erkundigen, weil hier gibt es neue NPCs, mit denen ich reden möchte. Ah, der Schuldentreiber! Ganz schön aufdringlich! Frag mich doch! Verdammt, der ist schon wieder abgehauen! Da oben ist er! Ich muss ihm gleich hinterhergehen. Dieser Todesmatrose! Vor allem Matrosen wirkt ein wenig furchtsam. Vielleicht ist es daran, dass er sich immer Sorgen um seinen Bruder macht? Gut, dass Luigi sich nicht so viele Sorgen um dich machen muss, Mario. Ja. Mein Bruder ist vor kurzem mit einem Schiff in See gestochen. Wie es ihm wohl geht? Ich hoffe sehr, es ist alles in Ordnung mit ihm. Bestimmt. Herr Matrosenbob am RB und entlädt hier am Hafen die Schiffe. Manchmal gibt er dir in seinem rauen Umgangston ganz brauchbare Tipps. Und er ist wirklich kein schlechter Kerl. Da soll es nicht so zerstreut sein, Meister. Dir könnte sonst etwas zustoßen. Hier in Rolligen treibt sich jede Menge gemeines Gesindel rum. Okay, danke, Mann. Danke, Mann, für die hilfreichen Tipps. Das ist Bob Omsk, ein echter Seebär. Er ist klein, aber robust. Mein Herr, der ist nicht nur Seefahrer, sondern arbeitet gelegentlich auch am Hafen. Hier in Rolligen Hafen legen Schiffe aus aller Welt an. Wir helfen, sie zu B und entladen. Okay, das habe ich jetzt auch schon gehört. Dieser Tod ist früher zu See gefahren, aber dann hat er einfach aufgehört. Was geht wohl in seinem Kopf vor, wenn er heute auf das Meer blickt? Ich habe meine Träume aufgegeben und schaue jeden Tag nur auf das Meer hinaus. Ach, wie qualvoll. Als einziger Überlebender warte ich auf ein ganz bestimmtes Schiff. Aber dieses Schiff wird nie mehr in einen Hafen einlaufen. Oh, der Arme. Ich will lieber nicht nochmal befragen. Das ist Big Omp, ein Bob Omp, ein echter Seb-Omp und eine imposante Gestalt. Wenn kräftige Typen harte Arbeit erledigen, das ist schon ein toller Anblick. Okay. Du kannst arbeiten wie verrückt, aber wirklich reich wirst du damit nicht. Aber du musst arbeiten, um zu leben. Also, mach gefälligst Platz, ich muss arbeiten aus dem Weg. Boah. Okay, ich hab. Ein Tod. Er war Seefahrer. Aus Liebe zur Familie bleibt er heute an Land, aber er wirkt irgendwie traurig. Es gibt so viele seltsame Orte auf der Welt. Eines Tages möchte ich sie alle sehen. Das wird schon bestimmt schaffen. Was ist mit dieser Maus passiert? Warum ist sie so grün angelaufen? Das ist Pinky. Er ist ein Pinky Pink und wünscht sich eine eigene Ölquelle. Wer nennt deine Rasse Pinky Pink? Es ist schon beneidenswert, so viel Energie zu haben.
Aber kann es sein, dass dieser Junge nicht wirklich einen Plan hat, was er tut? Du bist doch Mario, oder? Mhm. Oh, ich freue mich sehr, eine Berühmtheit wie dich hier zu treffen, Mann. Übrigens, hast du nicht Lust, dich zu beteiligen? Hä? Huh? Ich bin Pinky und gehe demnächst in die staubtrockene Wüste, um nach Öl zu bohren. Da waren wir auch schon mal. Also nicht in diesem Game, aber wir waren da schon mal. Ich habe immer davon geträumt, eines Tages auf einen Schlag reich zu werden. Ich bin in die Ortsgruppe gegangen, aber es hat nicht geholfen. Aber ich glaube, jetzt ist der Moment gekommen, um reich zu werden. Allerdings fehlt mir noch ein wenig Startkapital. Kannst du mir ein bisschen Geld leihen? Ich nehme Beteiligungen ab 100 Münzen entgegen. Du sollst etwas investieren. NFTs. Nee, da bin ich nicht dabei, sorry. Ich habe auch noch was anderes. Ja? Ich hab Bitcoins. Bitcoins investieren? Vielleicht einmal. Kann man mal ausprobieren, oder? Ah, oh, vielen Dank, Mario. Du kannst dich auf mich verlassen. Ich werde Öl finden und reich werden. Ich gebe dir dann 10% ab, wenn ich reich bin, ja? Ich nehme immer noch Beteiligungen entgegen. Ja, krieg ich noch mehr Schlüssel bekommen. Bruder. Einmal reicht, ja? Der scammt mich doch. Jetzt mal ganz kurz. Out of character. Jetzt mal ganz kurz. Weil dich irgendwer fragt. Ey, Brudi. Ich werde reich, wenn du mir ein bisschen Stadtkapital gibst. Tut das nicht vertrauen. Tut das nicht vertrauen. Das ist nicht safe. Das ist super unsicher. Tut's vor allem nicht, wenn ihr selber gerade nicht viel Geld habt. Ach, schade. Aber da kann man ja wohl nichts machen, ne? Ich war aber noch hier für eine Weile. Wenn du investieren möchtest und so. Wie gesagt, ich will keine NFTs. Bitcoins? Ich kann nicht immer holen. Vor allem, wenn die sinken. Habt ihr das mal gesehen? Also, oh Gott. Okay, ich würde mal sagen, ich werde pro Chapter einmal mit ihm handeln. Also ich gebe ihm einmal 100er Münzen pro Chapter. Ich finde das Ding ganz fair. Aber warte mal, wir sollten da jetzt eigentlich einen Banditen fangen, ne? Okay, ich schau mal, wo der ist. Oh, braucht gar nicht cutten. ja, er befindet sich hier hinter. Hier in der Gasse. Und zwar direkt in dem Haus, neben dem Haus von seinem Kollegen. Hier wohnt er scheinbar mit ihm. Ah, oh, du Schuldentreiber! Hä? Verdammt aufdringlicher Kerl! Aber auch ich bin ein Mann, also bitte tu, was immer du tun musst. Ahaha, das sind erwischt! Ja, deine Belohnung, Mann! 30 Münzen? Ja, okay, alles klar. So, jetzt kannst du ihn quälen, wie du willst. Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe mein Geld bekommen, ich bin fertig hier. Na gut, von meinem Geld ist eh nichts mehr da, oder? Davon mach ich dich fertig! Und du holst meine Pokémon-Karte zurück! Ah, nein, Gnade! Bitte! Ah, oh, wirf ein Popo! Ah, oh. Was haben wir gerade mitbekommen? Ich glaube, ich helfe nie wieder irgendeinem Goomba. Was war das? Mama mia! Mario ist der Verstörte. Mit den 30 Münzen, die er bekommen hat, wird er ja zur Therapie gehen. Armer Mario. Aber hey, nächsten Auftrag erledigt und wir können direkt den nächsten machen. Denn die Dinge machen Bock. Bin ganz ehrlich. Auch wenn das so gefühlt hat, dass ich ein bisschen was nachschauen musste. Das war schon schwierig. Schlag mich von Marcello. Nicht Garcello, Marcello. Ich bin Marcello, du musst mir helfen, mich an etwas zu erinnern. Du findest mich am Rohlinger Markt, direkt vor dem Laden. Du musst dich an irgendwas erinnern? Wie soll ich ihm da helfen? Bro, dann geht er mit zum Arzt oder so, keine Ahnung. Ich kann dir da nicht helfen, wenn du dich irgendwas nicht erinnern kannst. Oder guck in ein Bilderbuch. Weiß es nicht, Mann, was will er denn von mir? Egal, wir werden trotzdem mal versuchen und mit ihm reden. Vielleicht hilft das ja irgendwie. Achso, da steht ja jemand. Hi, danke, dass du meinen Auftrag übernommen hast. Neulich habe ich von einem enorm profitablen Geschäft gehört. Aber leider habe ich komplett vergessen, worum es dabei ging. Ich dachte, eine Schocktherapie würde meinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Schlag mich also bitte mit deinem Hammer, bis ich mich wieder erinnere, bitte. Aber wenn du mich weiterschlägst, obwohl ich mich erinnere, vergesse ich wieder. Hilf mir bitte. Los, hau mich. Also, falls hier irgendwer zuschaut von der Polizei und so, er wollte es. Ich hab's. Oh, er hat das gut. Nein, er hat es wieder. Er hat's.
ich weiß es wieder. Wenn ich im Rolliger Laden Schäfchen kaufe und sie im blöden Weiler verkaufe, will ich an jedem einzelnen zwei Münzen. Das ist so der allererste Geil, der so auf YouTube released wird. Oh mein Gott, Leute, ich hab's. Hey, das sollte ich der Maus unten erzählen. Zum Dank höre ich meinen Rat. Höre meinen Rat, Mario. Übertreibe es nicht. Ich übertreibe so viel ich will. Hat's vergessen? Mir auch egal. Ja, hat er vielleicht vergessen, dass ich den Auftrag schon angenommen habe. Kann ich ihn nochmal annehmen? Nochmal 30 Münzen farmen. Er farmt seine Schäfchen und ich kriege alles an Geld wieder ab. Oh, Mario ist nicht nett. Wenn Mario an Geld kommen kann, wird er es auch tun. Vertraut niemals einen roten Klempner. Habe Hunger, Bob Omsk. Der ist unten, glaube ich. Ich bin Bob Omsk und möchte dich bitten, etwas für mich einzukaufen. Komm schnell, ich habe solchen Hunger. Ich fühle mich im Rolliger Hafen. Okay. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier wahrscheinlich pro Chapter immer wieder neue Quests auf uns warten. Und ich hoffe, euch stört das nicht, dass ich das Spiel ein bisschen langsamer angehe. Obwohl ich eigentlich schon das Gefühl habe, dass ich ein bisschen schneller rangehe. Ich mache noch alles in der komischen Reihenfolge. Mach jetzt schon erstmal die Quests. Ich glaube, die meisten Spieler würden wahrscheinlich die Quests gar nicht machen. Oder sie ganz viel später machen, aber ich mache sie jetzt. Denn, schon gesagt, ich finde die eigentlich ganz lustig. Okay, du bist es nicht. Du bist es, oder? Nein, du bist es auch nicht. Dann ist es der da unten bestimmt. Ja, hier. Er braucht wahrscheinlich Hilfe. Aus dem Weg da! Weg da! Ach, du benimmst den Auftrag. Also, meine Liebste hat mir eine Lunchbox gebracht. Aber sie war leer. Ich bin schon ganz schwach vor Hunger. Oh, die Pause dauert noch eine halbe Stunde. Ich halte mich aus. Bitte bring mal was zu essen. Da ist ein Laden, Supermarkt, bitte. Ich bin nicht wählerisch. Irgendwas Essbares. Bitte mach schnell. Hey, ich muss gar nicht erst gehen. Ich habe den Pilz. Schenke ich dir. Oh, sieht das lecker aus. Ich liebe Pilze. Ah, jetzt geht's mir besser. Bitte, deine Belohnung. 11 Münzen? Die haben mir 30 gegeben. Und wo ist das Trinkgeld? Trinkgeld? Danke und ciao. Undankbar, Leute. Warum wollte Mario nochmal bei DoorDash arbeiten? Naja. Er sollte sich seine Lebensentscheidungen nochmal überlegen. Und jetzt gehen wir einen neuen Auftrag holen. So. Was haben wir denn noch so übrig? 3 Stück. Such mich von Kupil. Ich bin der wandernde Koopa Kupil, ein Meister des Versteckspiels. Zurzeit halte ich mich in Logarts Burg versteckt. Wenn du es schaffst, mich zu finden, bekommst du eine Mitgliedskarte für die Spielhalle. Magst du es probieren? Oh, das. Von dem kriegt man die Mitgliedskarte. Oh, so lange backtracken. Ist super nervig, aber an dem Gameboy am Ende zu zocken, klingt schon sehr verlockend. Ich überleg's mir. Was sind denn die anderen beiden Aufträge? Vielleicht sind die ja näher dran. Zuhörer gesucht vom Bürgermeister. Ich suche einen Gesprächspartner. Du findest mich in dem pinkfarbenen Haus im Blütenweiler. Okay, das wird so eine easy Mission. Aber was ist das letzte? Besorge Items von Renty. Wir haben einen Lieferengpass. Okay. Und bitten um Hilfe bei der Warenbeschaffung. Wir sind in dem Laden am Rohlinger Markt. Bitte komm vorbei. Rohlinger Markt. Das ist direkt hier. Dann mache ich das zuerst. Ja. Rohlinger Markt. Okay, ich glaube, der Typ im Laden wahrscheinlich, oder? Der Items verkauft. Und ja, ich werde die anderen beiden müssen jetzt auch noch eben machen. Aber warte mal, wenn man hier so entlang geht, dann sieht man es voll. Der Wand da hinten. Ah, okay, das ist interessant. Das ist natürlich sehr interessant. Ja, okay, da kann man auf jeden Fall schon drauf kommen. Vor allem, weil hier so eine halbe Wand hochgezogen ist. Ja, okay, das gebe ich dem Spiel. Da kann man drauf kommen. Ich bin halt nur immer dran vorbeigegangen. Ich dachte, da kommen irgendwelche NPCs später im Spiel, aber ist wohl nicht so. Du hast eine Mission? Also, komm. Nee, du warst es nicht. Ja, dann. Du vielleicht? Höh! Was ist das denn? Shadow Bowser? Furchttierke. Ruft einen Geister, bei der Gegner verjagen kann. Okay, das war so ein Geist-Bowser, kann ich rufen. Okay.
Willkommen bei Tarzan Coops. Coopers, du hast das in Auftrag angenommen, ha? Wir haben ein Problem mit der Beschaffung von Hartpanzern, wenn du uns 5 davon bringen könntest. Egal woher. Also, bitte bring uns 5 Hartpanzer. Danke. Was? Okay, muss ich jetzt mal gucken, wo man die bekommt. Hartpanzer klingt, als würde man die in einem Blütenweiler bekommen, in einem Laden, oder? Hä? Was zum... Okay, da war gerade eine Maus. Oh, das ist cool. Ich kann aber direkt jetzt hier rüber. Aber wir wollten ja jetzt erstmal zurück zum Blütenweiler und da gucken, ob wir da die Panzer bekommen. Deshalb werde ich da als erstes lang gehen. Ich glaube, das war hier rechts die Röhre. Und jetzt mal ganz ehrlich, diese Wege verglichen mit dem ersten Teil. Junge, diese Wege hier sind lange nicht so schlimm. Backtracken ist hier wirklich lange nicht so schlimm wie im ersten Teil. Und da bin ich dem Spiel auch sehr dankbar. Und ja, mir war sowieso schon klar, dass ich wahrscheinlich wieder gegen irgendwelche Gegner kämpfen muss auf dem Wege. Deshalb habe ich hier die Aufnahme schon mal weiter fortgesetzt für euch. Damit wir live das hier betrachten können, wie ich hier nochmal ein paar Goombas verprüge für mickrige Sternpunkte. Denn ich habe das Gefühl, dass die Gegner aus den älteren Gebieten, das ist ja jetzt theoretisch ein älteres Gebiet, einen immer weniger XP geben, dadurch, dass es ja, naja, schon ältere Gegner sind. Deshalb sollten wir sie versuchen zu ignorieren, so gut es funktioniert, und es läuft ja auch eigentlich gerade ziemlich gut. Okay, Logansburg ist tatsächlich doch nicht so weit weg, ist ja direkt am Anfang da im Hintergrund gewesen. Aber da überall sich umzuschauen, klingt schon nervig. Na gut. Ich gehe mal davon aus, dass ich entweder hier im Laden oder ich muss gegen Koopas kämpfen vielleicht. Okay, ich komme wahrscheinlich in die Hartpanzer. Nee, du hast welche. Wie viele wird er haben? 5? Ich glaube 5 Stück. Hartpanzer. Ja. Okay, 1, 2. Boah, ich hoffe, ich krieg mehr als 30 Münzen dafür. 3, 4 und 5. Ey, damit fahren wir zumindest ein bisschen Punkte. Und was wollen wir nicht? Das ist was gut. Ich kann reden, Mann! Was ganz gut ist! Ab 10 Punkten kriegen wir einen Pilz geschenkt. Not bad. Okay, dann renne ich jetzt wieder zurück in die Stadt. Das ist wirklich kein langer Weg. Ich bin viel Schlimmeres gewohnt. Keine Ahnung, ob ich das schon mal gezeigt habe, aber wenn man flüchten möchte, muss man A-Spam und. Meistens kann man auch fliehen, aber manchmal. Funktioniert das nicht so gut. Und seit diesem Spiel verliert man auch keine Münzen. Ziemlich praktisch. Also mit seit diesem Spiel habe ich halt gemeint, seit Paper Mario 2. Das ist ja Paper Mario 2 hier. Ich meine jetzt nicht explizit das Remake, sondern ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ich spiele das Spiel direkt nach dem ersten Teil. So, mit dem Hintergrund macht das, glaube ich, mehr Sinn. Okay, genug gelabert. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben alles, was er haben möchte. Und ich hoffe, ich habe mich auch jetzt nicht irgendwie verschätzt oder so. Willkommen! Wir suchen dringend Hartpanzer. 5 Stück, um genau zu sein. 1, 2, 3, 4, 5. Hier habe ich 5 Stück. Bleib. Ich swipe mich so rüber. Bitteschön. Jetzt sind es hin. Vielen Dank. Nimm das jetzt Belohnung für deine Dienste. Ein Ultrapilz! Der aussieht wie ein One-Up. Stellt 50 KP wieder her. Ein ultrafeiner Pilz. Also so ein Feini. Danke nochmal. Du hast uns wirklich geholfen. Kannst den Pilz direkt lagern. Schon mit dir am Ende des Spiels dann ab. Na gut, wie du willst. Oh, endlich. Mal ein Spiel hat er gesagt, willst du noch was lagern? Ja, nein. Jetzt kannst du einfach rüber sliden und der labert dich nicht voll. Ach, mit dem Hotelgutschein ist ein Item, dann kann ich kostenlos mich einmal voll heilen im Hotel. So funktioniert das. Ich dachte, das wäre so ein generelles Item. Nee, das ist so ein einmaliges Item. Okay, gut. Ich würde sagen, als nächstes machen wir das Labern vom Bürgermeister. Weil ich glaube, das ist jetzt erstmal das Einfachste. Und das, was der längste Weg zum Latschen gerade ist. Und ich würde es jetzt erstmal schnell machen. Ja gut, ist jetzt auch egal. Jedenfalls Zuhörer gesucht. Ich nehme es schnell an. Und wir sehen uns dann beim Bürgermeister wieder. Ihr wisst ja jetzt, wo ich jetzt lang gehe, ne? Ja. Okay, hier oben bin ich angekommen. Hier wohnt er doch, oder?
So, dann wird's mal Zeit, dem alten Herrn bei seiner Geschichte zuzuhören. Wuhu, yuppie. Oh Mario, hast du also meinen Auftrag angenommen? Ja, in letzter Zeit fühle ich mich ein wenig einsam. Niemand will mit mir reden. Und jetzt bist du ja hier, also mach es dir doch ruhig bequem. Wo fange ich an? Also die Jugend von heute, ne? Alle sind so ungeduldig. Neulich war ich bei Rohlingen bei Toads und Koopas. In der Kasse hat es etwas länger gedauert. Da ruft so ein Grünstapel hinter mir. Mach schnell, Alterchen, es wird schon dunkel. Gut, ich bin alt und kann nicht mehr so schnell, aber so eine Frechheit. Apropos Dunkelheit, da muss ich immer an mein erstes Stelldichein denken. Ich sollte mein Mädchen heimbringen, bevor es dunkel wird. Die ganze Zeit habe ich nur den Himmel angestarrt. Naja, ich war auch viel zu schüchtern, um mein Mädchen anzusehen. Mir wird jetzt noch flau, wenn ich daran denke. Aber ich schweife ab. Also, was war noch gleich das Thema? Oh ja, die Jugend von heute hat einfach keinen Biss mehr. Manchmal will man sie anbrüllen und fragen, wo ist euer Schneid? Was habe ich gebrüllt, als ich meinem Mädchen meine Liebe erklärt habe? Ihr Zug fuhr los, ich stand auf dem Bahnsteig und brüllte. Was ich damals gebrüllt habe? Was war das noch, das Thema davon? Kurz gesagt, ich und mein Mädchen, wir waren wirklich verliebt. Aber das Problem ist, die Jugend von heute. Ach, nicht so wichtig. Mein kleines Mädchen, wieso hat sie mich nur verlassen? Entschuldigung, ich bin wohl etwas aufgeregt. Danke jedenfalls, dass du mir zugehört hast. Es hat gut getan, mal mit einem jungen Menschen reden zu können. Ich hab alles gehört. Ja, Mädchen. Ja, genau, ich mag auch Mädchen. Aber entschuldige, ich hab dir nicht einmal einen Tee angeboten. Ja, ja, das Alter. Dann nimm wenigstens dieses Blatt als Geschenk. Okay. Ich habe ein bisschen mehr erwartet, 30 Cent oder so. Aus Cooper-Blättern kann man übrigens einen feinen Tee machen. Also, komm jetzt halt wieder, wenn du Lust auf eine Unterhaltung hast. Ich glaube, ich passe lieber. ja. So, wollen wir dann mal den letzten Auftrag machen. Such mich von Cooper. Ich bin in Logatzburg versteckt. Wenn du mich findest, gebe ich dir die Karte, die du brauchst fürs Casino. So viel stand da ungefähr drin. Heißt, ich gehe jetzt wieder in den Untergrund, gehe wieder nach ganz rechts und in die Röhre rein und ja, immer das Gleiche. So, ich werde jetzt einfach mal in die Burg reingehen und ein bisschen nach dem Suchen. Vielleicht spure ich das auch vor. Ich weiß nicht, wie langweilig das sein wird, nach dem Cooper zu suchen. Aber hier auf jeden Fall in der Burg soll er sich befinden. Das war doch die Burg, oder? Ich meine, das wäre die gewesen. Es ist zwei Parts oder so her, aber... Oh nein. Nein. Ich muss fliegen, oder? Oh nein. Ich habe Albträume von diesem blöden Raum hier. Nein, okay, habe ich nicht, aber könnte ich haben, ja? Oh Gott. Oh Mann, okay. Ich muss es ja nicht nach ganz oben schaffen. Das weiß ich ja jetzt. Ich muss nur in die Tür rein. Yeah. Let's try. Yippie. Okay, dann schaue ich mich mal ein bisschen um hier. Könnte ein bisschen dauern. Oh, da ist er. Ich habe ihn gefunden. Aber dieser blöde Knochentrocken steht mir im Weg. Aber... Es gibt irgendwie keinen Grund, diesem Spiel nicht einfach abzuhauen vor Kämpfen, auf die man keinen Bock hat, weil zum einen das hier ist relativ einfach ganz PR-Spam und zum anderen man verliert ja nichts dadurch. In Paper Mario 64 hast du dafür Geld verloren, hier kriegst du gar keine Bestrafung. Oh, ihr habt mich gefunden! Ich hatte, ihr findet mich nie einer! Ich habe schon immer geliebt, mich zu verstecken. Und irgendwann kannten mich alle nur noch als den unsichtbaren Cooper. Cooper? Du bist doch Cupio. Wir waren früher mal Nachbarn, erinnerst du dich, Mann? Cupio? Du hier? Du warst doch immer der beim Verstecken suchen musste. Wow, unglaublich. Aber damals hast du mich nie gefunden. Ausgerechnet von dir gefunden zu werden. Wow. Damals beim Verstecken, keiner hat dich mehr gefunden. Alle waren in Sorge. An dem Tag habe ich mich entschlossen, der unsichtbare Cooper zu werden. Seit damals lebe ich schon versteckt und im Geheimen ständig in den Schatten. So ist das also. Naja, du hast mich gefunden, also bekommst du, was ich dir versprochen habe. Die Spezialkarte! Gültig für Paper Pilot.
Wuhuhuhu, Gameboy, I come. Das habe ich beim Verstecken gefunden, aber ich kann nichts damit anfangen. Ich gehe nicht gambeln. Das ist nichts für mich. Ah, ich schätze, ich muss jetzt los. Und ich muss mal noch viel üben, wenn sogar du mich finden kannst, Mann. Aber trotzdem nett, mal wieder zu plaudern. Also bis zum Wann. Okay. Und ich muss jetzt den ganzen Weg zurücklatschen. Sieht er so aus. Okay. So, endlich. Das ganze Hin und Her nervt langsam. Aber keine Sorge, Leute. Nächste Folge fangen wir wirklich dann mit Chapter 2 an. Ich bin schon richtig gespannt. Ich glaube, das waren jetzt alle Aufträge. Ja, keine Aufträge mehr verfügbar. Man kann sich jetzt noch alles durchlesen, falls man drauf Lust hat. Aber wozu? So, ich renne jetzt noch mal schnell ins Casino und wir schauen uns das Gameboy-Game an. Ich bin richtig gespannt, was das sein wird. So, wo ist das Casino, Mann? Ich kann mich nicht mehr zurückhalten. Ich muss zocken. Die Sucht ist schon da. Tadam! Paper Pilots. Es gibt wohl auch mehr Spiele später. Okay. Hä? Ja, Paper Pilot. Hä? Oh, da ist der Gameboy nur eine Rangliste. Okay. Ja, wo spiele ich das denn? Hä? Hallo? Das Spiel ist ganz aufregend. Hm? Nee, hä? Du vielleicht? Wie geht's denn heute, Mann? Was? Ich bin in Topform, wie immer. Nee, das hat auch nichts mehr über das Ticket. Seltsam. Palma, ja, das weiß ich doch. Habe ich eine falsche Karte? Ist sie woanders? Hier, wichtige Items. Wichtige Items. Spezialkarte. Für die Spielhalle, da sind wir gerade drin. Gültig für Paper Pilot. Ist das die Paper Pilot? Nee, das ist der Zockautomat. Und das war der Daddelautomat, ne? Ja, genau. Hm? Okay, sehr seltsam. Das Minigame selber kostet 10 Palma. Also Palma ist hier diese komische Währung. Deshalb hole ich mir hier nochmal ein paar neue. Hätte doch für gambeln können, aber ich habe es mal gelassen. Und eigentlich ist das hier. Aber der will mich nicht reinlassen. Aber das ist ja auch nur Rangliste, was da steht. Das ist halt... Das macht irgendwie keinen Sinn. Oh Mario, hast du eine Mittelskarte bekommen? Wir werden das Spiel vorbereiten, dass du mit dieser Karte spielen kannst. Ernsthaft? Ich musste nur mit dir reden? Okay, ja. Paper Pilot. Okay, das soll es also sein, ja? Was im Spiel geht's darum, als Papierflugzeug möglichst weit zu fliegen. Oh nein, mein Albtraum. Ja, weil du fliegst, dass du mehr Palma hältst. Wenn auf einem der Zahlen von der Landeseite sogar noch ein Bonus. Stehst du vor der Zahl auf dem Feld, steht aber ein Minus drauf, verringert sich die Anzahl. Also sei vorsichtig. 10 Einsatz. Okay, los geht's. Gucken wir es mal aus. Oh, bitteschön, und hier entlang. Ach, dafür ist die Röhre da. Ah. Viel Spaß. Ich hoffe, ich werde Spaß haben. Eigentlich bin ich besser geworden jetzt, wo ich dieses Marathon gemacht habe. Wir schauen mal. Los geht's. Badum. Badum. Oh Gott, ich hab Angst. Schade. Ne, jetzt hab ich's verloren. Jetzt hab ich's verkackt. Jetzt hab ich's verkackt. Auf die plus 1. Warte, nur 6 Palmer jetzt? Ich bin ja komplett reinge... Ah, ne. Aber wegen meiner Entfernung krieg ich nochmal Bonus. Hab ich 14. Okay, ich hab Plus gemacht dadurch. Ja, machen wir noch eine Runde. Okay, das ist interessant. Das ist gar nicht mal so schlecht. Man kann ja eigentlich nur Plus machen. Also, ich zumindest. Das, glaube ich, kommt auch je nach Skill an. Ja. Jetzt läuft schon überhaupt nicht mehr. Ich werde die 3 landen. Okay, oben in der Luft ist Bonus, die man mitsammeln kann. Es geht eigentlich, glaube ich, hauptsächlich darum, dass man auf dem Boden richtig landet. Ja, jetzt habe ich 11, habe ich 1 plus gemacht. Naja, es geht so. Es geht so. Ist jetzt nicht so mein Lieblingsgame, wo ich jetzt zurückgehen würde und sagen würde, boah, das spiele ich jetzt die ganze Zeit, um richtig zu farmen. Kann man aber machen. Kann man machen. Ist not bad. Danke an Kampf wieder. Aber denk an die Rettung der Prinzessin und an den Like-Knopf. Ja, an den sollten die Zuschauer auf jeden Fall denken. Denn beim nächsten Mal geht es weiter. In Kapitel 2.